Herzlich willkommen zur Vorlesung Softwaretechnik. Das ist die nullte Vorlesung. Null nicht, weil wir Informatiker sind, sondern null, weil es hier noch nicht um Inhalte geht, sondern eigentlich nur um Organisatorisches. Ja, wie läuft die Vorlesung ab? Insbesondere jetzt unter Corona-Bedingungen. Ich möchte allerdings auch ein paar Worte dazu verlieren, wer ich bin, was wir im Institut so machen und was ihr sonst noch an Lehre von unserem Institut hören könnt. Das heißt, herzlich willkommen erstmal an euch. Mein Name ist Thomas. Ich würde gern das so machen, dass wir uns duzen im Rahmen der Vorlesung, allerdings auch darüber hinaus, solange ihr eben hier als Student in Ulm tätig seid. Ich würde ein bisschen was von mir erzählen, damit ihr das einordnen könnt, auch die Vorlesung und meine persönliche Motivation dafür. Ich habe angefangen mit Programmieren 1998 und wenn hier auf der Folie steht, dass ich seit 1998 programmiere, ist das natürlich ein bisschen irreführend, weil streng genommen habe ich die ersten 11 Jahre irgendwie mehr programmiert als jetzt in den letzten Jahren, weil man natürlich irgendwie für diesen Lebensweg, Professor zu werden, das Programmieren so ein bisschen zurückschrauben muss. Ich habe 2004 angefangen, Informatik zu studieren in Magdeburg, habe dort in Magdeburg auch 2010 angefangen mit Promovieren. Im Bereich Software Engineering, das heißt auch sozusagen zu den Inhalten der Vorlesung, natürlich etwas tiefgehender und nicht sozusagen alles auf dem allgemeinen Level, wie wir es hier jetzt unterrichten werden. Ich habe 2015 dann eine Postdoc-Phase gemacht in Braunschweig für so knapp 5 Jahre und bin jetzt seit Anfang Januar hier in Ulm. Und freue mich, mit euch zusammenarbeiten zu können, auch wenn das natürlich dieses Semester etwas anders laufen wird oder generell mein Einstieg hier in Ulm etwas anders ist, als ich mir das sonst vorgestellt hätte, ohne Lungenkrankheiten, die um sich schlagen. Ich möchte euch auch ein paar Worte erzählen zu unserem Institut. Wir sind das Institut für Software Engineering und Programmiersprachen. Und ja, also Software Engineering steckt da schon im Namen. Programmiersprachen, ihr habt mit Sicherheit auch schon den einen oder anderen von uns gesehen in Programmierung von Systemen. Matthias Tichy ist der Institutsleiter bei uns und Tom Frühwirth und ich sind noch weiter Professoren. Und ansonsten werdet ihr mit der Sekretärin vielleicht demnächst ohne Corona-Bedingungen auch wieder ein bisschen mehr zu tun haben und die Doktoranden vor allen Dingen in Übungen, in Praktika, Seminaren und ähnliches sehen, die dann meist relativ nah an deren Forschungsgebieten sind. Ja, das heißt, die Idee ist schon immer am Institut, dass wir versuchen, dass die, die was in der Lehre verkörpern, irgendwas unterrichten, dass die auch zu was forschen, was relativ nah dran ist. Das heißt, ich bin jetzt schon bei der Lehre. Ich werde jetzt nicht groß sagen, was wir in der Forschung machen. Das könnt ihr so über die Jahre so ein bisschen mitkriegen. Wir haben in diesem Semester zwei Bachelor-Veranstaltungen, die wir durchführen. Und zwar ist das diese Vorlesung Softwaretechnik 1 in diesem Semester, Softwaretechnik 2 natürlich im nächsten Semester. Aber auch das Software-Grundprojekt, was auch unter der Abkürzung SOPRA hier bekannt ist, was natürlich eine gewisse Verbindung zu dieser Veranstaltung auch hat und wo ich später nochmal was zu sagen werde. Wir haben noch weitere Vorlesungen. Masterveranstaltungen im Wesentlichen, allerdings einige von denen, zum Beispiel Compilerbau, können auch im Bachelor schon gehört werden. Wir haben empirische Forschungsmethoden der Informatik weiterhin, funktionale Programmierung, Management von Softwareprojekten, regelbasierte Programmierung. Und das ist jetzt nicht vollständig. Ihr könnt auf der Webseite euch dazu auch noch mehr angucken, auch die Veranstaltungen sind hier als Links. Das werde ich auch generell in der Vorlesung so versuchen, dass ihr möglichst, wenn ihr auf irgendwas seht auf der Folie und da draufklickt, dass ihr dann zu mehr Inhalten dazu kommt. Manchmal ist es eben einfach die Bildquelle, wo ich das Bild her habe, wenn es um ein Bild geht, aber manchmal auch weiterführende Informationen. Gut, wir haben natürlich noch mehr Veranstaltungen als jetzt nur dieses Semester. Wir haben im Bachelor noch Programmierung von Systemen, wo uns vielleicht einige auch schon herkennen. Wir haben im Master noch Veranstaltungen, die mit Programmierung oder Softwaretechnik in irgendeiner Form zu tun haben. Und auch hier die Liste eben nicht vollständig. Es gibt noch Seminare, Praktika, SE-Projekte, Bachelor- und Masterarbeiten, die für euch ja dann später auch
noch relevant werden könnten. Gut, aber jetzt ein bisschen konkreter zu dieser Veranstaltung, weil natürlich seid ihr jetzt vielleicht interessiert und wollt wissen, was sind denn jetzt eigentlich so die Kerndinge? Was muss ich jetzt hier machen, um hier die Punkte zu kriegen? Und erstmal, der deutsche Titel ist eben Softwaretechnik, Softwaretechnik 1 und 2. Ist insofern ein bisschen irreführend. Man kann Softwaretechnik 1 und 2 nicht getrennt hören, sondern das soll einfach nur andeuten, dass das über 2 Semester abläuft. Ja? Das heißt, es gibt dieses Semester Softwaretechnik 1, nächstes Semester Softwaretechnik 2. Und die übliche Abkürzung dafür ist SWT, wobei ja der Begriff Softwaretechnik eigentlich auch im Deutschen gar nicht mal so üblich inzwischen ist. Der ist so ein bisschen eingestaubt. Tatsächlich spricht man im Deutschen auch oft von Software Engineering, und das sehen wir auch bei dem Bachelor- und Masterprogramm, was hier eben auch Software Engineering heißt und nicht Softwaretechnik. Es gibt dafür 6 Credits. 6 Credits bedeuten 60 Stunden Präsenzzeit, was auch immer das jetzt in der Corona-Zeit heißt, und 120 Stunden Selbststudium. Selbststudium bitte nicht unterschätzen. Ja? Also Selbststudium heißt halt Vorlesungen vor- und nachbereiten, natürlich sich auch auf die Prüfung vorbereiten. Allerdings würde ich euch empfehlen, und das sehen wir immer wieder, natürlich passiert das meiste irgendwie kurz vor der Prüfung. Das ist aus 2 Gründen ungünstig. Erstens, wenn man einen Tag vor der Prüfung feststellt, oh, beim zweiten Foliensatz habe ich noch nicht alles verstanden, dann könnte es sein, dass ich an diesem Tag nicht greifbar bin um 2 Uhr nachts und euch diese Frage beantworten kann. Es hat allerdings noch einen Nachteil, wenn ihr das nicht semesterbegleitend euch anguckt, nämlich es hat den Nachteil, dass das Software-Grundprojekt ja parallel läuft, wo ihr diese Sachen, die wir euch hier vermitteln, ausprobieren sollt, praktisch. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich mache einfach mal das Software-Grundprojekt und die Vorlesungen von Thomas, das sind eh Aufzeichnungen, das höre ich mir irgendwann an, wenn ich mal Lust habe. Und das kann man auch mal so einen Marathon durchmachen, irgendwie ein Wochenende. Dann werdet ihr auf Probleme stoßen, und natürlich könnt ihr euch auch nicht auf alle Lehrveranstaltungen irgendwie am Ende des Semesters vorbereiten. Und deswegen, wir haben so ein paar Sachen uns überlegt, die euch motivieren sollen, das jede Woche zu machen, euch da immer wieder drauf vorzubereiten. Und 60 Stunden Präsenzzeit, wird da gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Aber wesentlich ist es die Zeit, wo ihr konsumiert, das heißt, euch die Videos anguckt, aber natürlich auch mit den Videos in irgendeiner Form interagiert. Was muss man vorher gehört haben? Es gibt keine formalen Anforderungen. Ja, es gibt keine formale Anforderung, ihr müsst das und das bestanden haben, um Softwaretechnik zu hören. Es gibt eigentlich 2 Sachen, die wir empfehlen, nämlich einerseits ein grundlegendes Wissen in Informatik und andererseits ein grundlegendes Wissen in Programmierung und Programmiererfahrung auch. So, und das kriegt man typischerweise durch IDI und PVS hier bei uns, das heißt Einführung in die Informatik und Programmierung von Systemen. Im Regelstudienplan hat das eigentlich jeder. Ja, also wenn wir jetzt angucken, Informatik, Medieninformatik, Software Engineering, Informationssystemtechnik oder eben auch Informatik Lehramt, da sind diese Veranstaltungen irgendwie sowieso schon vorher gewesen. Wir würden auch empfehlen, die vorher abzuschließen. Es gibt auch immer mal wieder welche, die eben jetzt Software-Grundprojekt machen wollen, aber eben noch eigentlich noch keine Programmierkenntnisse haben. Das könnte auch schwierig werden. Insofern, die Veranstaltungen sind empfohlen. Es ist offen für andere Studiengänge prinzipiell. Da einfach auf mich drauf zukommen, sage ich auch gleich nochmal was dazu, wie ihr mich kontaktieren könnt. 4 Semesterwochenstunden sollen nicht irreführen. 4 Semesterwochenstunden deswegen, weil 2 Semesterwochenstunden dieses Semester und 2 Semesterwochenstunden nächstes Semester. Und es gibt bei dieser Veranstaltung keine Übung. Ja, also normal ist ja, man hat irgendwie eine Vorlesung und Übung, vielleicht sogar Vorlesung, Übung, Tutorium. Und hier ist es so, dass die Übungen teilweise innerhalb von der Vorlesung mitlaufen. Das heißt, ich werde immer mal so kleine Aufgaben einbauen. Andererseits ist die große Übung zu dieser Veranstaltung das Software-Grundprojekt, ja, wo man selber mal im großen Team mit ganz vielen anderen sich absprechen muss, Software entwickeln muss, wo wir uns überlegt haben, was ihr machen sollt. Und da müsst ihr vieles ausprobieren. Ihr werdet auch teilweise eben Sachen Learning by Doing eben euch aneignen. Deswegen 4 Semesterwochenstunden.
Ja, natürlich ist an keinem vorbeigegangen, dass wir derzeit mit einer weltweiten Pandemie kämpfen und dass das eine ganz besondere Situation natürlich auch jetzt für uns ist, als Universität, aber natürlich auch für euch als Studierende, die uns vor große Herausforderungen stellt. Und deswegen gibt es auch jetzt in dem zweiten Teil von dieser Organisationsvorlesung, wird es auch immer mal wieder Bezüge geben zu eben dieser Pandemie, zu dieser Lungenkrankheit. Und der kleine XKCD-Comic und solche Comics werde ich öfter mal einbauen, der sollte euch ein bisschen abholen und thematisch auch mal kurz rauswerfen, sozusagen aus dem, was ich vorher erzählt habe, aus dem Trott. Weil so wie es diesen normalen Viren, ja, der normalen Erkältung oder der Grippe jetzt vielleicht auch schlechter geht, geht es eben vielen, in ganz vielen Bereichen schlechter. Jetzt mit dieser Situation, wir müssen eben gucken, was wir daraus machen. Und es ist mit den aktuellen Infektionszahlen auch tatsächlich schwer vorauszusagen, wie der Rest des Semesters ablaufen wird. Und ich meine, für die Vorlesung ist es relativ klar, es wird online stattfinden. Allerdings auch bei den Tutorien und ähnlichen Sachen kann man alles schwer planen, was noch möglich sein wird. Und es könnte auch sein, dass das die letzte Vorlesung ist, die ich aus meinem Büro aufzeichne. Wir haben uns Gedanken gemacht, es kann sich durchaus auch über das Semester noch was ändern am Konzept und wir werden es vielleicht auch nochmal so ein bisschen feintunen. Allerdings haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir euch irgendwie besser unterstützen. Ihr sitzt jetzt da irgendwie allein zu Hause und sollt euch trotzdem motivieren, die Vorlesung zu hören und wir haben uns dafür eben ein paar Konzepte überlegt und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Also erstmal, ich habe schon gesagt, es ist eine Vorlesung, die findet über Winter- und Sommersemester statt. Es gibt eben eine schriftliche Prüfung, mit der man das abschließt, am Ende des Sommersemesters. Es gibt keine formalen Übungen. Ja, also es ist eben nicht so, dass im Modulhandbuch jetzt steht, irgendwie es gibt diese Übung. Allerdings bin ich der Meinung, so eine reine Vorlesung aus einfach jede Woche 90 Minuten sich von Thomas was anhören und belabern lassen, das wird euch nicht weiterbringen und deswegen gibt es immer mal so kleinere Aufgaben da mit drin und für euch sozusagen immer wieder Sachen selber auszuprobieren, euch auch selber mal was anzulesen, wo ich sage, das ist so gut geschrieben, so gut kann ich das gar nicht rüberbringen hier. Ja. Parallel findet das Software-Grundprojekt statt, da habe ich schon ein paar Sachen zu gesagt, das macht auch Sinn, das so parallel zu hören. Zum Corona-Update. Also was ändert sich jetzt? Wir werden uns nicht physisch treffen. Das zumindest für das Wintersemester steht das jetzt schon fest. Für das Sommersemester ist das im Moment noch schwer abzuschätzen. Sobald es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich auch physisch wieder zu treffen, werden wir das versuchen. Allerdings selbst im Sommersemester wird das dann eher zusätzlich sein zur Aufzeichnung, sehr wahrscheinlich. Oder es könnte sein, dass ich eben physisch eine Vorlesung halte. Das wäre eigentlich für die, die nicht kommen können, aus verschiedenen Gründen. Da immer noch eine Aufzeichnung machen werden. Dieser Screencast, den ihr ja gerade schon guckt, schön, den habt ihr schon gefunden, den wird es auf Moodle geben. Ich werde allerdings auch überlegen, da auch Sachen auf YouTube mit reinzustellen, dass ihr dann gucken könnt, was, womit ihr besser arbeiten könnt. Auch Moodle ist vielleicht mal offline und ihr könnt euch das ausprobieren. Wir werden, Moodle ist im Moment verpflichtend für alle Lehrveranstaltungen. Allerdings, wir werden Moodle auch sehr intensiv nutzen. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht im letzten Semester, wo wir so kleinere Aufgaben, wo man so kleine Aufgaben drüber lösen kann. Das heißt, ich stelle euch am Ende von so einem Vorlesungsblock und eine typische Vorlesung hat so drei Teile und am Ende von so einem Teil stelle ich euch ein paar Aufgaben. Und diese Aufgaben, die könnt ihr dann bewerkstelligen, ihr arbeitet die ab und das Ergebnis der Aufgabe zum Beispiel landet dann im Moodle und damit könnt ihr dann auch sehen, aha, war ich jetzt der Erste, der sich das angeguckt hat oder was haben andere als Ergebnis rausbekommen, haben die das gleiche Ergebnis oder nicht. Ihr könnt euch dann auch vergleichen und gucken, wo euer Wissensstand ist. Moodle werden wir auch nutzen für eure Fragen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es eben diese Aufzeichnung gibt und wir nicht ist schwierig zu interagieren untereinander, werden wir über Fragen in Moodle interagieren. Das heißt, ihr stellt eure Fragen. Eigentlich würde ich euch auch auffordern und einladen, auch selber euch Antworten, Fragen gegenseitig zu beantworten. Ja, so ähnlich wie das auf Stack Overflow passieren würde, wenn man jetzt programmiert und der eine hat eine Frage und der andere weiß eine Antwort.
Und das heißt sogar Moodle Overflow, was wir da nehmen werden. Ich weiß nicht, wer das schon in den letzten Semestern gesehen hat. Eigentlich ist funktioniert das ganz gut, ne? Also ihr könnt selber Fragen einfach stellen, ihr könnt selber Sachen beantworten und ihr könnt auch Antworten von anderen bewerten und sagen, die Antwort war sogar besser und die landet dann oben. Warum sollt ihr euch selber beantworten? Es gibt Erkenntnisse aus der Psychologie, die sagen, dass man Sachen besser versteht, wenn man sie anderen erklärt. So, was hat das jetzt mit euren Antworten zu tun? Naja, das, was es normalerweise in der Vorlesung geben würde. Ja, ihr sitzt in der Vorlesung, da sitzt jemand neben euch, ihr habt eine Frage, ihr stellt ihr dem einfach, der beantwortet die euch. Dass der die euch beantwortet, wenn es eine inhaltliche Frage war zum Beispiel, das hilft demjenigen selber, das besser zu durchdringen, das besser zu verstehen. Und ich meine, diese Erkenntnisse aus der Psychologie sind super für mich. Ne? Also, weil ich erkläre euch das jetzt ja alles und danach werde ich das alles super verstanden haben. Allerdings könnt ihr euch das selber zunutze machen. Schreibt selber Antworten. Schreibt selber Antworten auf Fragen. Die müssen nicht perfekt sein. Das geht in keine Bewertung ein. Aber ihr kriegt mit, wie gut war die Antwort. Ja, die werden dann vielleicht auch gewertet. Vielleicht gibt es auch schon eine Antwort. Ihr habt aber eine bessere Antwort. Schreibt die rein. Vielleicht wird die sozusagen noch höher bewertet und hilft den anderen auch. Ihr könnt damit euch sozusagen selber helfen und vielleicht hilft das auch selber irgendwie so Lerngruppen zu bilden, indem er sagt, oh, der hat ähnliche Interessen oder der hat da gute Antworten, mit dem möchte ich irgendwie zusammenarbeiten. Gut, des Weiteren, was ihr natürlich auch machen könnt, es wird diese Tutorien geben im Sopra und die könnt ihr natürlich auch nutzen für Fragen, euch dazu austauschen, weil auch die Tutoren, Leiter, die können euch natürlich da auch weiterhelfen, weil viele von denen das auch schon seit einigen Jahren betreuen, die Veranstaltung. Genau. Literatur, also das, was wir hier sehen, ist ein Buch. Ja? Ich weiß nicht, wer sowas noch kennt. Das ist aus den ganz alten Tagen. Also früher hat man über Bücher Wissen vermittelt. Das ist natürlich völlig eingestaubt. Und viele haben am Ende von ihrem Informatikstudium noch nicht einmal ein Buch in der Hand gehabt. Das kann man natürlich so machen. Aber es gibt schon Sachen, die man irgendwie sich gut anlesen kann. Und unsere Vorlesung basiert eben auf einem Buch von Ian Somerville mit dem Titel Software Engineering, ganz unerwartet. Das gibt es auf Deutsch, auf Englisch, das gibt es in verschiedenen Auflagen. Aktuell ist die 10. Auflage. Die Auflagen unterscheiden sich eigentlich nur minimal. Das heißt, wenn ihr irgendwie an eine alte Auflage rankommt, könnt ihr damit sehr wahrscheinlich auch was anfangen. Es gibt auch noch Videos bei Ian Somerville und da sind wir jetzt ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen weniger eingestaubt, weil ihr könnt euch von dem Autor dieses Buches quasi auch Vorlesungen anhören. Ne? Und da lade ich euch auch zu ein. Und ihr könnt, wenn ihr hier drüben auf den Link klickt, dann kommt er da auch direkt zu den Videos und könnt euch angucken, was euch interessiert. Das Buch ist trotzdem nicht die einzige Literatur und nicht die einzige Quelle und ich werde am Ende von so einem Vorlesungsblock, also von so einem Drittel von der Vorlesung, auch immer noch mal was sagen, an welcher Stelle kann man was nachlesen, wenn man da weiter daran interessiert ist. Und da gibt es auch dann spezielle Literatur, die entweder frei verfügbar ist oder aber über die Bibliothek bezogen werden kann, wo wir dann die auch mit prüfungsrelevant wird, ja, wo ihr auch einfach Sachen euch anlesen sollt und euch weiterbilden sollte. Ich möchte noch einen Disclaimer loswerden, und zwar diese Vorlesung, ich habe mich dafür entschieden, diese Vorlesung in diesem Semester, ausgerechnet in dem Corona-Semester, wo es noch Aufzeichnungen gibt und ähnliches, komplett neu zu strukturieren und komplett neu von Grund auf zu machen. Das heißt, ich habe mich vor einen Lernvorhersatz gesetzt und habe überlegt, was möchte ich euch beibringen? Was soll auf die Folien, was brauche ich dafür, um das zu transportieren, welche Bilder kommen da drauf, welche Texte. Das bedeutet natürlich, dass ihr erwarten könnt, dass es auf den Vorlesungen Inkonsistenzen gibt, dass es Fehler gibt. Und ich möchte jetzt nicht, dass wenn ihr da Fehler findet, wenn ihr seht, da gibt es Probleme, dass ihr die einfach für euch behaltet und sagt, hihi, der hat da einen Fehler gemacht oder so und das dem anderen schreibt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber ich bin wirklich daran interessiert, das zu verbessern, die Vorlesung für die nächsten Generationen noch ansprechender zu gestalten. Und vielleicht helfen solche Fehler auch, weil, ja, also ich kann auch Folien teilweise jetzt schon im Semester überarbeiten und dann habt ihr eben schon besseres Material für die Prüfung.
Um euch noch mehr Anreiz zu geben, ich habe jetzt schon so ein bisschen über Prüfungen gesprochen, das werde ich eigentlich demnächst versuchen, eher wieder zu vermeiden, weil ihr lernt hier für das Leben und nicht nur für die Prüfung. Es wird ein Bug-Bounty-Programm geben. Was heißt das? So was gibt es bei großen Softwarefirmen, die dann einfach sagen, wenn ihr einen Fehler findet bei uns und der ist kritisch, dann kriegt ihr 1000 Euro oder 10.000 oder 100.000. Ich möchte so ein Bug-Bounty-Programm hier auch machen. Was es genau geben wird, das hängt ein bisschen davon ab, wie konstruktiv eure Vorschläge sind und was ihr für Sachen gefunden habt, wie man die Vorlesung verbessern kann. Und ob das jetzt Geld wird oder Gutscheine oder eine Tafel Schokolade, das werde ich sozusagen zum Ende des Semesters bekannt geben. Und es wird quasi eben solche Preise geben zum Ende des Sommersemesters, aber auch zum Ende des Wintersemesters. Gut, und das geht da nicht nur um Fehler, sondern auch um Antworten vielleicht im Moodle. Ja? Das soll auch so ein Anreiz sein für euch, wenn da eine Frage kommt, wo ihr euch in der Lage fühlt, das gut zu beantworten, das gerne zu beantworten, und auch das werde ich sozusagen honorieren. Hier ist der Link, wo ihr all das machen könnt. Das heißt, für all diese Fragen, die sozusagen mit der Verbesserung der Vorlesung oder mit Fragen zur Vorlesung zu tun haben, könnte dann im Moodle Overflow loswerden. Ich bin jetzt im Prinzip durch mit den Inhalten organisatorischer Natur, und normalerweise kommt jetzt der Punkt, wo ich sage, habt ihr Fragen? Ja, und dann meldet sich jemand oder es dauert ein bisschen, dann meldet sich noch einer und dann hören wir eine Frage und dann kann ich die live beantworten und ihr könntet auch mitten in der Vorlesung einfach Fragen stellen. Das fällt jetzt alles aus mit Corona. Das heißt, wie gehen wir damit um? Na, erstmal ist es so, wir werden viel über Moodle lösen. Ja, das heißt, es wird einfach in Moodle gibt es einen speziellen Teil für inhaltliche Fragen, wo ihr eure inhaltlichen Fragen reinschreiben könnt. Das heißt Moodle Overflow, und das funktioniert auch so ähnlich wie Stack Overflow. Und vielleicht gibt es die Frage schon, die ihr habt. Ja? Vielleicht hatte die auch ein anderer Studierender schon. Genau, und vielleicht ist sie dann auch schon beantwortet, ja. Und vielleicht habt ihr aber auch eine bessere Antwort und könnt die Antwort da reinschreiben. Das habe ich schon angekündigt. Überlegt immer, wann das sinnvoll ist, vielleicht lieber Moodle zu nutzen, als mir eine E-Mail zu schreiben. Es ist nicht so, dass ich E-Mail nicht mag und E-Mails nicht beantworte, aber natürlich unter Umständen dauert das länger, ja, bis er eine Antwort bekommt, wenn er jetzt eine Antwort von mir braucht, als wenn es 100 Studierende gibt, von denen sich 20 die gleiche Frage stellen und mich auch alle per E-Mail anschreiben, als wenn die einfach in dem Moodle auftaucht, und die Antwort da auch für andere steht. Und vielleicht können euch das sogar Studenten aus den letzten Semestern oder die Tutoren auch mit beantworten. Nichtsdestotrotz könnt ihr mich jederzeit per E-Mail anschreiben, aber ich würde euch trotzdem vorschlagen, dass wir einfach Folgendes machen. Es gibt eine Sprechstunde, und zwar jeden Mittwoch von 1 bis 2, also 13 bis 14 Uhr. Nicht, dass mich jemand in der Nacht versucht anzurufen. In Webex, da steht auch ein Link, wie ihr mich da erreichen könnt. Das ist ohne Voranmeldung, ihr kommt da einfach hin, und ich bin da nicht so ganz sicher, wie das technisch läuft, aber wir werden das irgendwie hinkriegen. Es wird sich einspielen über die nächsten Wochen. Und da ist die Idee, da können wir halt Sachen viel schneller klären. Ja? Wenn ihr irgendwelche besonderen oder vielleicht auch private Anliegen habt, die man nicht irgendwie mit allen auf Moodle teilen möchte, dann sprecht mich da einfach an. Und geht vielleicht auch viel effektiver, als ihr schreibt eine E-Mail, ich antworte, ihr schreibt wieder, ich schreibe wieder, ihr schreibt wieder, ich schreibe wieder. 3 Wochen sind vorbei und wir hätten das einfach in 2 Minuten erklären können. Ja, deswegen nutzt die Chance, das ist für mich auch ganz nett. Ja. Ich sehe auch vielleicht mal ein paar von euch. Ihr könnt natürlich auch ohne Video teilnehmen, auch das geht, aber ich glaube, es ist für manches einfacher, und warum sollen wir das dann nicht nutzen? Und wenn man das jetzt hochrechnet, das ist jetzt eine Sprechstunde pro Woche, das über fast ein Jahr, dann würden wir es theoretisch auch schaffen, wenn jeder mal so für 5 Minuten da reinschaut und dann habe ich jeden mal sehen. Ja. Ich sehe euch im Moment nicht in der Vorlesung, und so ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, dass wir uns überhaupt mal kennenlernen, ins Gespräch kommen. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, also ich weiß jetzt schon, ich will auf jeden Fall eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit in dem Bereich machen. Oder ich will auf jeden Fall promovieren. Und dann ist es natürlich gut, wenn man da möglichst früh schon ins Gespräch kommt.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sind damit durch. Vielleicht auch noch eine Besonderheit. Habe mir überlegt, ihr seid ja jetzt alle nicht so oft an der Uni, wie wir damit umgehen können. Und ich bin hier auf dem Campus mal ein bisschen rumgelaufen und habe ein paar Fotos gemacht. Und das ist ein Gebäude, was vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt vorkommt. Das ist nämlich das Gebäude, wo die Informatik drin sitzt. Und so wird es jetzt hier auch immer mal irgendwelche Bilder geben am Anfang und am Ende, die euch ein bisschen daran erinnern sollen, an welcher Uni ihr eigentlich studiert und euch auch ein bisschen Hoffnung geben sollen, dass es bald hier wieder auch Präsenzveranstaltungen geben kann. Vielleicht ja auch schon nächstes Semester. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ein Aufruf noch. Ich bedanke mich auch bei den Bleeding Eardrums. Das war die Schülerband an meiner Schule. Bei Micha, Stefan und Martin, dass sie mir erlaubt haben, die Musik in meinen Vorlesungen zu nutzen. Und wenn ihr jetzt sagt, ach Thomas, das ist ein bisschen einfältig, wir wollen jetzt nicht die 2 Semester lang nur die Bleeding Eardrums hören, die wir vorher noch nicht kannten und die es auch nicht auf Spotify gibt und Co., sondern wir wollen auch mal was anderes hören, dann schickt mir einfach das, was ihr selber an Musik produziert habt. Ja, idealerweise so kleine Schnipsel ohne nur instrumental 20 bis 40 Sekunden und dann baue ich die gerne in die Vorlesungen ein. Müssen wir natürlich dann zustimmen, dass ich die auch auf YouTube veröffentlichen darf. Gut, aber dann bleibt mir euch zu danken und wir sehen uns für die erste Vorlesung wieder. Bis dann!